Hallo, willkommen bei einem neuen Part bei Emil Brossing und heute wollen wir jemand besuchen gehen. Heute gehen wir Herr Consolero besuche. Er ist ja gerade live auf Twitch. Ich kenne ihn ja schon sehr, sehr lange und den werden wir heute besuchen gehen. Der ist auch schon sehr, sehr lange in meine Freundesliste. Hallo, hallo, hallo. Ja, ich möchte gerne fliegen. Yep. Über Online-Modus natürlich. Falls es gerade der Consolero sieht oder einige seiner Abonnenten zum Beispiel, wenn man jetzt Leute und beste Freunde noch zusätzlich markiert, dann kann man auch Briefe verschicken. Was bei die alte Teile, glaube ich, gar nicht ging. Jedenfalls konnte man kann man von seiner Abonnenten, aber die müssen dafür, glaube ich, unter beste Freunde sein. Und da kann man denen auch Briefe verschicken mit kleinen Geschenke und so. Ach, zwei sind online. Herr Consolero, ich komme. So, dann können wir jetzt losgehen. Los, los. Auf und davon. Jetzt fliegen wir zu Herr Consolero. So, da wären wir. Oh. Wir haben hier etwas. Genau, habe erklärt, man kann ja auch beste Freunde werden. Was ich bei ihr zum Beispiel schon bin. Und am anderen kann man hier eine Anfrage stellen. Aber andere Spieler können da auch eine Anfrage stellen. Das können wir da einfach mal machen. Gucke, hier ist so eine online. Ah, die Anfrage können wir hier einfach so versenden. Ob es auch an Leute auch geht, die man nicht in der Liste habe? Ich glaube schon. Ein paar davon habe ich ja nicht in der Liste. Das kam mir jetzt aber... da kamen aber jetzt einige Leute. Ich glaube, seine Liste ist voll, kann er sein. Zumindest sein Dorf jetzt. Gut, Anfrage habe ich hier versendet. Mal gucken, wie kann man schreiben? Hiermit, oder? Wie kann man das schreiben auch ohne die App? Ist mal interessant zu wissen, wie das Ganze geht. Mit Y vielleicht? Die Handy-App habe ich gerade nicht bei mir liegen, deswegen kann ich auch gerade auch nicht schreiben. Und wir haben jetzt eine Freundschaftsnachricht erhalten. Hallo, Herr Consolero, hier bin ich. So, aber wir wollen erstmal seine Insel angucken. So, hier wäre sein Rasenmäher. Sein Öfer. Noch vieles mehr. Gehen wir hier doch einfach mal hin und wir posten einfach etwas. So. Posten wir einfach mal Hallo. Dann seht ihr, dass er dann, dass wir auch da waren. Falls er es gerade so nicht mitbekommen hat.
Wunderbar. Da fällt aber schon ganz so viele Bäume am Anfang. Ich glaube, ich soll meinen Sprungstab mal holen. Okay, die Pflanze so. Wunderbar. So sehr, sehr viele Fichte hast du. Ist mal mega. Gehen wir einfach mal hier rüber. Können wir deine Resteinsel auch begutachten. Was haben wir da denn aufgesammelt? Sonnenblume. Ich will die Blume nicht anziehen. Viel mehr ablegen. So. Ein paar Muscheln. Auf jeden Fall eine schöne Insel. Wie gesagt, könnt auch gerne mal in meine Stadt reinkommen. Mein Freundescode steht wie immer unten in die Beschreibung. Keine wunderschöne Insel. Wolle wir mal angeln. Na, kommt her. Meine Güte. Da bist du ja. Und da haben wir einen Fisch. Der ist neu, der kann mir ja morgen das Museum abgeben. So. Wunderbar. So, Früchte hat er leider aktuell gar keine. Finde ich sehr, sehr schade. Ah. Das ist er gerade am Bauen. Wisst ihr ja von Eugen. Falls er Eugen noch nicht hat. Wir haben das schon. Morgen ist auch das Museum fertig. Mal gucken. Hier ist irgendwas Neues, kann das sein? Nee. Hier kann man auf jeden Fall beste Freunde sehen. Hab nur zwei Stück. Aktuell halt. So. Geh mal runter. Oder direkt von seiner Insel sehen könne. Gut, viel allerdings hat er wirklich nichts. Aber. Genau. Aber dafür hat er ein Haus. So, gucken wir uns das mal an. Unser Haus kommt ja dafür erst morgen. Aber dafür auch morgen unser Museum. So. Die Lampe ist an. Okay. Schönes erstes Anfang aus. Hallo. Schreibe. Brauche ich die App für? Glaube ich auf jeden Fall. Weil jedenfalls habe ich doch nichts herausgefunden. Wie man so schreiben kann. Nö, dafür brauchen wir auf jeden Fall die App.
Oder kann man hier schreiben? Okay, gut. Dann geh mal raus. Wie gesagt, das ist ein Haus. Lief es schon mal sehr, sehr gut. Ah, da war der einige Palme. Auch für meine Insel brauche ich ja noch ein paar Früchte. Also den Fall hier Kokosnüsse. Ich habe schon ein paar, aber meine beiden anderen sind am Wachsen. Deswegen hole ich mir ein paar. Damit ich aber vier oder einige Palmen noch pflanzen kann. Was mir noch fehlt, ist Bananenfrüchte. So Banane in meinem Dorf. Hat der hier irgendwo Banane? Muss ich dann mal gucken. Aber mal eine doofe Frage. Was wird denn aus das Gebäude hier? Falls da einer von euch sieht, der kann das ja gerne mal sagen. Was wird denn daraus? Vielleicht sein Geschäft? Kann er sein? Aber das habe ich so irgendwie noch gar nicht. Ja, ich habe ja auch so die Zeit noch gar nicht meine Hausschulden abbezahlt. Das habe ich aber ja jetzt heute, soweit gestern schon erledigt. Ja, und dann muss ich eigentlich laufenden Tages heute, weil wir haben ja schon 0 Uhr, warte bis mein Haus erweitert ist, da kann ich mir vielleicht auch hier sowas machen. Aber gehen wir dafür erstmal hier nochmal rein. Sprechen wir will was kaufen? Muss kurz das Gespräch beenden. Weil es kommt noch jemand auf seine Insel. Da müssen wir kurz noch abwarten. Jemand kam zu Besuch. Okay, ich glaube, derjenige ist schon gekommen. Oh, gut. Okay, jetzt nochmal. Da kommt er. Oder nennen Sie, das ist Fabi. Im Ankunft. Dann hallo.
Okay. Gucken wir hier mal kurz. Okay. Haben wir noch was verpasst? Okay. Wieder das haben wir und nicht das eine hier. Denke ich mal. Dürfte ja jetzt für im Moment erstmal genügen. Dann sage ich mal, ich gehe jetzt mal meine Insel zurück. Und dann pflanze mir erstmal die Früchte, die ich jetzt bekommen habe. Gut. Dann will ich erstmal meine Früchte einpflanzen. So, die ich jetzt gerade bekommen habe. Pflanze mir nach was ein. 6 haben wir ja. So. Pflanze wir. So, die schön gleichmäßig auseinander sind. 3 haben wir noch. Da können wir diese ganze Seite hier voll bekommen mit solche Kokosnüsse. Wunderbar. Sehr gut. Hätte ich mir auf jeden Fall wunderbar eingepflanzt. Diese Part jetzt gibt es nicht mehr so viel zu erledigen. Da sage ich mal, der nächste Part geht auf jeden Fall weiter, wenn wir eben das Spiel morgens haben. Und dann können wir gucken, was wir morgen so für Aufträge erledigen können. Sag ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann und haut rein.